Der schläft, der Schattenhexe? Also ja, muss ich sagen, dass ich das gerade sehr interessant finde. Oh, da liegt noch einer. Also da liegt noch eine Assassine. Grüne Maske. Mhm. Nice Klinge, okay. Stimmt eigentlich. Haben wir hier mal wieder was Besseres? Eine Henkersaxt. Will ich nicht unbedingt benutzen. Und antikes Schwert ist schlechter. Also ich muss leider sagen, nichts Tolles gerade. Auch schildtechnisch, eine Blutrüstung tragen wir schon. Hartlederbeinpanzer tragen wir auch schon. Sie sieht furchtbar aus, ganz ehrlich. Sie ist aber besser als ein uralter Nordhelm. Oh, der Ring der Roten Horde. Nee. Können wir ihr nicht geben? Ja, auch nicht. Niemandem. Okay. Weg da! Weg da! Ja! Da ist der Anführer der Mondstadt ganz alleine. Oh, der hat nur eine Mondmütze. Wir haben den Zugang zur inneren Stadt. Es wird Zeit, Grimm eine Lektion zu erteilen. Ja, was sagt das Questbuch? Öffnet da ist der Tür, reist zum brennenden Fels. Die drei Schüssel sind in eurem Besitz. Nun geht es, das Zentrum der Stadt, den brennenden Fels zu stürmen. Ihr werdet eure Truppen dorthin nicht mitnehmen können, also bereitet euch gut vor. Was wollt ihr? Erzittert, Lichtgläubige. Oh, wobei, hier geht's auch noch lang. Aber was hast du zu bieten? Barbaren, Schänder! Noahs Macht möge euch heimsuchen! Noahs Macht hat euch auch nicht geholfen, Priester. Aber ihr selbst könnt euer Leben retten.
erschließt mir die Macht, die ihr gegen die Priester des Feuers geschmiedet habt. Das Elementar des Mondes. Wenn es mein Leben rettet und diese Feuerdiener vernichtet, dann nehmt es. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt noch das Mondelementar. Ja, hau, hau. Oh, wir haben aber hier ein Problem. Sie besetzen ein Monument. Was los, Herr Lichtgläubige? Sofort. So, gucken wir, was wir hier haben. Ein Monument verliert seine Kraft. Der braucht zum Glück eine ganze Weile, bis er das Monument besetzt. Also bis er es kaputt kriegt. Geht's los? Rechtes Weißkriegel. Was ist? Und eigentlich dürften die tolle Berserk noch gar nicht nutzen. Tot den Feinden! Wo kommen die her? Ja, hau, 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 hau. Also besser gesagt, Trolle sollten eigentlich Berserk erst. Er zittert, Lichtgläubige. Wenn ihr Leben unter 50% fällt, dann wird automatisch Berserk gecastet. Und nicht schon gleich zu Beginn des Kampfes. Das war nämlich auch etwas, was... Naja, genau, hau den Fischer. Sarah, hilf! So, ihr könnt mal zurück zu Quake gehen. Eure Aufgabe hier ist erledigt. Also ja, eigentlich bräuchte ich jetzt noch 9. Ich kriege aber effektiv, glaube ich, nur 4. Eigentlich bräuchte ich jetzt insgesamt noch 9. Also jetzt noch 6. Ich kriege aber effektiv nur 4. Das heißt, auf 2 müssen wir verzichten. Ja. Kann man eigentlich Monumente reparieren? Nein. Ja, und die Elementare sehen sehr seltsam aus, muss ich sagen. Gut, gut, gut. Das heißt, die Elementare hier brauchen wir zum Glück nicht. Ja, ich habe mich selber, glaube ich, ein bisschen gewundert. Und ihr euch wahrscheinlich auch, warum es pro Stadt 2 Anführer gibt. Jeweils einen, den wir ausgeschaltet haben. Und jeweils der, der uns...
was für sein Leben alles getauscht hat. Das ist ganz einfach. Wenn man sich Quake mal anguckt, der ist Drakon. Wenn man sich Saltur zum Beispiel anguckt, der ist Archon. Drakons sind die militärischen Anführer der Städte normalerweise und Archons die magischen Anführer. Nicht zurückweichen! Das heißt, wir haben eigentlich die militärischen Anführer getötet. Jeweils. Also die Sternenstadt schien wohl zwar einen Ersatz-Drakon zu haben. Du lästiges Weißliebetter. Er zittert nicht glücklich. So, und ich habe so das Gefühl, wenn ich richtig weiß. Ja, bringt uns das hier runter. Das heißt, wir können hier noch die Türme auch einreißen. Ich hätte aber lieber gerne noch meinen Anführer, also meinen Avatar, also uns, hier mal weiter vorne, dass ich mehr sehe. Nur weg da! Haut ab! Nur weg da! Er zittert, Lichtgläubige! Und ja, da sind sie, die Schatzkammern. Lästiges Weißfliegel. Da bloß das Tor steht offen. Nur wenn da. Er zittert, Lichtgläubige. Ja, setzen wir mal hier die Schlüssel ein, auch wenn das Tor offen ist. Ja, klick, der Schlüssel passt. Doch das Tor ist noch verschlossen. Und den silbernen rein. Klick, das Tor öffnet sich. Haut ab! Jetzt müsste ich auch die drei Schlüssel los sein, ja. Gut. Und ja, er hier oben droppt mir auf jeden Fall eine Münze. Wir müssen es nur so oft versuchen, bis wir eine Sternmünze kriegen. Weg da! Weg da! Er zittert, Lichtgläubige! Ja? Hau, hau, hau! So, jetzt wird es mal Zeit herauszufinden, ob die Elementare gegen ihre eigene Schöpfer immun sind. Was wollt ihr dort, Lichtgläubige? Nö. Also, du ziehst dich zurück. Okay, du bist tot. Das heißt, wir brauchen theoretisch nicht warten, dass das Elementar jetzt hier die Türme kaputt macht. Das macht es einfach so nebenbei. Ja, wir wollen, dass Novak auf jeden Fall uns eine Sternmünze droppt. Das heißt, wir werden vor ihm speichern und ihn dann so oft töten, bis er eine Sternmünze droppt. Und dann wieder speichern. Und ja, ich weiß, ich habe gerade das Wort töten.
Gut, das heißt ab in den brennenden Felsen. Dann kommen wir nämlich ins Innerste des Felsens. Questbuch, ja. Bezwingt Grimm. Der Verräter Grimm ist gestellt, aber der Fjadak kommt entkommen. Versucht Grimm von Grimm zu erfahren, wohin der Dunkle geflohen ist. Ja, und der Maskierte steht auch hier im inneren Felsen.